Herzlich willkommen bei Brandenmundorf. Irgendwie müssen ja diese ganzen Himmelsobjekte, die man hier nie sieht, auch entdeckt worden sein. Beziehungsweise irgendwo müssen die ganzen Aufnahmen ja stammen. Weil die kommen ja nicht von selbst. Da hat man ja diese ganzen Weltraumteleskope, die das da machen. Und eins davon ist das Hubble-Weltraumteleskop. Das wurde von der NASA und von der ESA gemeinsam entwickelt und nach Edwin Hubble benannt. Edwin Hubble war ein Astrophysiker in den 20ern und 30ern, der schon Radialgeschwindigkeiten zum Beispiel von der Andromeda-Galaxie gemessen hat. Da gibt es diese Hubble-Sequenz, wo er Galaxien eingeteilt hat nach Spiralgalaxien, Balkenspiralgalaxien und so weiter. Das Hubble-Weltraumteleskop arbeitet im Bereich des elektromagnetischen Spektrums von Infrarot über das sichtbare Licht bis hin zum UV-Bereich. Man sieht ja hier beim elektromagnetischen Spektrum, was ich hier nochmal mit abgebildet habe, das sichtbare Licht. Nach dem UV-Licht kommen die Röntgenstrahlen und dann die Gammastrahlen und dann die Höhenstrahlung. Und nach dem Infrarot, also wenn man mit einer noch größeren Wellenlänge geht, hat man dann die Terahertzstrahlung, Mikrowellen, Radiowellen und so weiter. Das Hubble-Weltraumteleskop hat einen Spiegeldurchmesser von 2,4 Meter und hat eine Masse von 11.600 Kilogramm. Es ist 13 Meter lang und etwa 4 Meter im Durchmesser. Maximal 4,3 Meter kommt auf die Stelle von dem Teleskop an. Weil es mal breiter als mal schmaler ist. Und das Startdatum hat 24.04.1990. Und die Missionsziele sind alle wesentlichen Objekte und Phänomene des Universums und vor allem auch das Alter des Universums. Da halt noch Exoplaneten, Sterne, ich habe noch ein paar Originalaufnahmen von Hubble-Weltraumteleskop, was es aufgenommen hat. Hier sieht man den Krebsnebel, der Supernova überrascht den Sternbild Stier. Im Sternbild Stier. Dieser Krebsnebel ist gleichzeitig auch ein Pulsarwindnebel. Ah, dazu habe ich ein Video ja gemacht. Auf dem nächsten Bild sehen wir STSS 2201+11. Man erkennt, dass es sich um eine aktive Galaxie handeln muss mit einem aktiven galaktischen Kern. Aber man sieht hier zwei so Jetstreams, das sind so Gasströme. Im nächsten Bild haben wir 3C273, das ist ein Quasar. Ein Quasar ist sozusagen der Kern einer aktiven Galaxie. Und man sieht, dass es wie ein Stern aussieht, weil es nur gar kein Stern ist. Man sieht ja auch diese Jetstreams. Da haben wir noch Messier 80, einen Kugelsternhaufen. Den Stern Mira, ein roter Riese. Und steht noch ein Stern im Entstehungsgebiet. Also noch viele, mehrere Bilder, die vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen worden sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis später. Tschüss.